Palim Palim, hi hi. Heute geht's weiter. Stand Gleitrohr zerlegen. Ist schon mal eingespannt. Ich spanne es dann normalerweise in die Aufnahmen für die Bremssättel. Natürlich trotzdem in Schutzbacken, vorsichtig. Unten wird jetzt gleich die Schraube, ist ein 5er Imbus bei diesem Modell, für die untere Dämpferstange gelöst. Dann kann man das Ganze rausziehen. Oben den Clip hatten wir schon rausgenommen. Dann sitzt natürlich, aber das machen wir jetzt der Reihe nach. Also jetzt wird erstmal unten die Schraube gelöst. So, ein bisschen besser ins Bild. Müsste so gehen, ne? Ja. Fest, linksrum los. Unten ist ein Ölpott. Falls was rausläuft. Ist zwar über Nacht gut ausgetropft. So. Beim Lösen der Schraube, wenn das Dämpferrohr sich innen mitdreht, kann es halt hilfreich sein, wenn man hier im oberen Bereich Zug ausübt. So, das war's eigentlich schon. Komm, Putt. Da ist der kleine Übeltäter mit Dichtring. Legen wir auch schön zur Seite. Putzen uns mal die Fingerchen ab. Ach nee, der Lappen ist zu schade. Falls es ein bisschen kleckert, kannst du da unten auf so einen Lappen kleckern. So, da pisst nämlich schon ein bisschen was raus. So. Öltopf etwas weiter nach hier ziehen. So, das untere Gleitmetall, was unten auf dem Standrohr sitzt, das sitzt jetzt ja vom Innen vor dem Simmerring. Der Simmerring wurde nach oben fixiert durch diesen Clip. Der ist jetzt raus. Jetzt hat er natürlich doch den Reibwert, sag ich mal, wo der Simmerring im Gleitrohr sitzt. Und deswegen muss man jetzt so ein wenig mit Schwung kommt. Langsam, aber sicher. Da haben wir es. Da haben wir es draußen. Das untere Gleitmetall, das obere Gleitmetall. Da liegt praktisch noch so eine Scheibe drunter, dann kommt der Simmerring, von oben hat dann dieser Clip gesessen. Und hier unten, das ist jetzt die Dämpferstange, die von unten verschraubt war. Ja, das legen wir jetzt schön zur Seite. Jetzt wird alles gereinigt, das filme ich jetzt nicht unbedingt, also Gleitrohr, weil es halt siffig ist. Sowas baue ich halt nicht wieder ein. Oh, das kommt jetzt auch ins Ultraschall. Von innen liegt noch der Klick. Moment. Das Teil bleibt oft innen kleben. Das sitzt hier im Endeffekt drüber. Und dann kommt praktisch, wenn alles zusammen wird, eingeführt ins Gleitrohr. Und von unten sitzt dann durch das Gleitrohr dieses Ding verschraubt und zieht das Ganze dann unten gegen am Gleitrohrende. Ja. So, das wird jetzt alles gereinigt. Da filme ich jetzt nicht, das mache ich jetzt in Ruhe und dann filme ich den Zusammenbau. Kurze Anmerkung. Sekunde.
Hier mal kurz Finger waschen. Mahlzeit. Ja, wollte nur eins sagen. Also ich zerlege jetzt die andere Hälfte auch. Andere Hälfte, also das andere Standrohr, Gleitrohr, wird jetzt auch noch getrennt. Da das halt gleich ist wie hier, zeige ich das jetzt nicht nochmal. Wenn alles sauber ist und alle Teile zum Zusammenbau bereit liegen, geht es weiter mit dem nächsten Teil des Zusammenbaus. Kurze Anmerkung noch, die Gabelfedern saßen in diesem Fall bei dieser Gabel mit dem engeren Wicklungsteil nach unten. Das ist eigentlich untypisch. Normalerweise sitzt der enger gewickelte Teil nach oben. Ja, was praktisch geringere ungefederte Massen bedeutet. Deswegen wird das eigentlich so gemacht. Bei diesem Modell ist es aber so rum richtig. Unten ist es minimal enger. Aber das zeige ich euch dann beim Zusammenbau. Ja. Also nicht wundern, wenn ihr eine Gabel habt, wo der engere Wicklungsteil oben sitzt. Ne? Also es ist zwar meistens so, aber nicht immer. Da gibt es keine festen Vorgaben. Das kommt darauf an, was sich die Konstrukteure dabei gedacht haben. Soweit dazu und bis später. Ne? Es geht dann weiter, wenn alles sauber ist. Ciao, ciao.